Könnten Sie mal aufhören, meinen Sohn zu belästigen? Tut mir leid. Arthur, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Das heute ist unsere letzte Sitzung. Sie hören nie zu, oder? Sie stellen mir jede Woche dieselben Fragen. Wie läuft's im Job? Haben Sie irgendwelche negativen Gedanken? Ich habe ausschließlich negative Gedanken. Und schließlich in einer Welt, wo jeder denkt, er könnte auch meinen Job machen. Seht euch den an. Als ich ein kleiner Junge war und den Leuten erzählt habe, dass ich später mal Comedian werde, haben mich alle ausgelacht. Tja, und jetzt lacht keiner mehr. Das kannst du laut sagen, Kumpel. Das ist das Letzte, oder nicht? Mein ganzes Leben lang war mir nicht klar, ob ich überhaupt existierte. Aber ich tue es. Und mit der Zeit fällt es den Leuten langsam auf. Finden Sie das witzig? Ist das alles ein Scherz für Sie? Murray, eine kleine Sache noch. Ja. Wenn Sie mich ankündigen, können Sie mich als Joker vorstellen?